how you work. Time for an answer. I'm sure you know best. Hat tatsächlich funktioniert. Cool. Flambierte Eisbrocken, Nähausrüstung und eine Eisaxt. Das könnte vielleicht was für Idolem sein. Und? Verdrückt. Und? Tatsächlich noch besser als der Dorsi-Bauchaufreißer. Die Eisaxt. Und zwar schon ein ganz schönes Stückchen besser. Cool, 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 cool. Mit der Fähigkeit Blitzschlag. Ach so, den kennen wir schon, ne? Den haben wir schon gemacht, oder? War das der? Keine Ahnung. Ausrüsten. Tada! Ich muss ein bisschen rauszoomen hier, damit wir ein bisschen Übersicht haben. You don't want to do that! Oh yeah? Why not? I've got this whole place rigged to blow, that's why! Hey! Well, where did you come from? Back the hell off, or you're dead! Ah, weder harter Hund noch verrückter Wissenschaftler haben wir hoch genug. Schade, schade. Wisst ihr was? Angreifen, oder? Los geht's. Deswegen sind wir hier. Der Kampf hat begonnen. Gehen wir mal... Ja, warum nicht? Das ist doch gut, ne? Halbe Deckung, aber gleichzeitig ein guter Punkt, um einmal hier... Ach, ich habe den Flammenwerfer noch ausgerüstet. Vielleicht gar nicht blöd. Ich kann beide, jawohl, ein bisschen anfackeln. Nein, jetzt habe ich den da hinten nicht erwischt. Hey, in der Vorschau wurde mir angezeigt, dass ich beide erwische. Sowas hasse ich immer. Das machen so rundenbasierende Spiele oft leider. Dass da die Angaben von der Vorschau nicht ganz exakt sind, teilweise. Schade. Naja. Weiter geht's. Ah, Idolem steht sehr weit weg. Können wir überhaupt wen angreifen? Ah ja, wir können den brennenden Kerl hier verhauen und dann haben wir den erledigt. Ich hoffe, das Fass, hinter dem ich da in Deckung bin, kann nicht explodieren. Das wäre doof. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir da unsere eigenen Leute treffen, wenn ich das mache. Sag mal, wie kann ich denn eigentlich das Ziel ändern? Nee, nee, nicht die Waffe wechseln. Hä? Okay. Angriffsmodus. Aha. Ah ja, genau. Da haben wir eine gute Trefferwahrscheinlichkeit und ich glaube, dass auch keiner unserer Verbündeten in der direkten Feuerlinie sein dürfte. Ja, für was haben wir denn den Scharfschützen? Das hat gut funktioniert. Der könnte sogar nochmal schießen. Nein, kann er nicht, oder? Nee. Fallen Crusader. Na, warten wir mal. Der kann nirgends in Deckung gehen. Nehmen wir mal unsere neu erworbene Revolverheldin. Ja, der kann eine Barrikade angreifen. Sehr gut. Wie wär's mit Overwatch? Ah ja, Fallen Crusader 43%. Machen wir. Sehr gut. Dann haben wir noch unseren anderen Standardbegleiter. Sehr gut. Die restlichen Bewegungspunkte heben wir uns für die nächste Runde auf. Ja, Overwatch hat funktioniert. Das freut mich. Zum Glück zielen die ungefähr so gut wie
Keine Ahnung, wie ich wahrscheinlich in Wirklichkeit zielen würde oder so. So, Abraxe hat gleich mal sein Opfer. Abraxe und Major Tomcat, das Nahkampf-Duo des Todes. Idolin, habe ich Abraxe gesagt? Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Aber Abraxe ist jetzt wirklich dran. Ey, Spezialfähigkeiten, Flammenwerfer. Aber irgendwie nur mit Flammenwerfer, oder wie? Ach so, weil der Flammenwerfer braucht weniger Aktionspunkte. Ich verstehe. Aber jetzt können wir hier, wenn wir wollen, Strömungsschlag benutzen. Lade diese Fähigkeit mit jedem Erfolg. Feuere ein großflächige... Ja, aber das macht doch der Flammenwerfer eigentlich standardmäßig, ne? Aber von mir aus. Ich verstehe es gerade nicht ganz, ehrlich gesagt. Das ist doch der normale Angriff, oder nicht? Und jetzt habe ich plötzlich nicht mehr genug... Verstehe ich wirklich nicht. Ich habe auf einmal nur noch 2 Aktionspunkte. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir vorher noch genug hatten. Naja, keine Ahnung, was ich da wieder gemacht habe. Aber den letzten kriegen wir auch so. Hoffe ich. Zumindest. Ah, die hat wirklich mit ihren Pistolen überhaupt keine Reichweite, die Lucia. Aber gut, die kann gut Deckung geben. Gut Overwatch. Ah, Mist. Gehen wir auch in Overwatch. Und... Das dürfte passen. Na schau. Der junge Herr ist völlig verdreckt und zittert vor Kälte. Seine Augen sind vom Schock weit aufgerissen. Oh, oh Gott. Did the Patriarch send you? I'm sorry. I need to warn you. The Dorseys are gathering up ahead between the Gateway Rocks. Bellamy! Bellamy, look at me! Have you seen my family? Are they here? Lucia? I thought you were with your family. Oh, thank God you're not. Thank God. They went up ahead with their hostages, but... Lucia, I heard gunfire and screaming. You need to be ready for the worst. If they've done anything to my people, I'm going to end them all. Wahrscheinlich werden wir das wirklich früher oder später machen. Ihre Augen füllen sich mit Tränen und sie dreht sich wütend um, als sie bemerkt, dass ihr sie anseht. Please do. I'll tell whatever I can to help. It's not much, but... Wer bist du eigentlich und was machst du hier? My name is Bellamy Ward. I'm a scientist. I invented the solar collectors and experimental farms on top of the rocks. I was calibrating the solar arrays when the Dorseys came through here, herding their hostages with them. So I hid up here and kept out of sight. They're savages. Animals. They beat those people. Laughed at them when they begged for their lives. The kids were screaming, so they beat them too. Then they dragged them all further on toward their camp. Habt ihr in diesem Ort wirklich Sprengstoff verteilt? God no, I was stalling for time. If I had a few hours in the right chemicals though, I could have prepared quite a surprise for them. Wie bekommt man bei diesem Wetter genug Solarenergie? The PALs, photon amplification lenses. They harness and focus the ambient light. It's fascinating actually. They polarize the waves and create constructive interference. Normally, they maintain a stable temperature for the plants, but they can be adjusted to help power the solar collectors, or even thaw frozen components.
I once coupled a PAL with a dynamic cross-photon matrix. I was trying to cook some bison steaks, but it incinerated the whole fire pit, melted the entire grill. Goes to show what can happen if you put a decimal in the wrong place. Welches Material hast du für die Sonnenkollektoren verwendet? A while ago, we found some old non-functional solar panels from before the deluge of fire. I couldn't figure out their function at first, until I recovered a microcircuitry board and developed a laser spectrography process. I realized that I could help solve some of the electrical generation issues that have always been a problem for the city. Wo sind die Geiseln? I think they took everyone to their camp, just past the Gateway Rocks. What about my family, Belle? Last I saw them, they were all right. They were scared and a little banged up, but they were still alive. Still alive. Ich wollte gerade das Lied aus Portal. Ist egal. So, auf wieder, tschüss. You saved my life. I won't forget it. So, was haben wir denn hier? Ein leeres Feuerzeug. Schrott und noch ein leeres Feuerzeug. Muskelgewebe. Das ist so weird. Haben die Gegner Muskelgewebe in der Tasche oder nehme ich mir einfach ab und zu von dem Gegner ein bisschen Muskelgewebe mit? Ich verstehe es nicht ganz. Aber hey, Muskelgewebe. Und eine Casio-Uhr. Müll. Muskelgewebe und eine Blechdose. Munition. Na, wenigstens irgendwas. Aber jetzt muss ich mal kurz den Berg hoch, wo er sitzt, der Herr Wissenschaftler. Weil er hat eine Kiste. Und da ist noch Beute. Okay, verdrehte Hydraulik. Abgedrehter als deine Schwester. Optischer Sensor. Dieser optische Sensor optimiert die Umgebung und Feindanalyse. Ein leeres Magazin, ein Waffenmod. Na, nicht schlecht. Schrott und der Fokuskristall. Dieser hochqualitative Kristall sieht aus wie ein krasser Photonenspalter. Waffenkiste. Ein Armee-Revolver. Level 9 Revolver. Das ist vielleicht was für unsere neue Begleiterin. Und ein paar Patronen. So, schauen wir mal. Also, Revolver für die Lucia eventuell. Uiuiui. Ja, aber hallo. Das ist echt gut. Aber der glüht so komisch. Ach, weil das ist ihr Revolver. Ich verstehe. Und dann würde ich sagen, weiß ich nicht, kriegt Abraxe in sein Maschinengewehr, in sein schweres MG, weil das muss ganz viel schießen die ganze Zeit, würde ich sagen, den mehr Munitionsmod. Ah, Level Up außerdem. Wann ist denn das passiert? Attribute. Aber nur Abraxe, oder wie? Ich verstehe überhaupt nichts mehr, aber ja. Na dann, schauen wir mal. Machen wir, wollen wir... Ich glaube, jeder braucht volle Koordination. Jeder braucht so viele Aktionspunkte wie möglich. Es ist schon immer das Beste gewesen. So, hier werden wir jetzt ein bisschen besser Tierflüstern. Ein bisschen besser harter Hund. Und ein bisschen besser schwere Waffen. Und bei den Vorteilen gucken wir mal, was wir hier haben. Mit schweren Waffen haben wir... Bestimme die beste Eröffnungsposition. Erhalte plus 0,5 Kampfgeschwindigkeit in der ersten Runde des Kampfes, wenn du schwere Waffen verwendest. Oh Gott. Unterstützungsfeuer, 5 Aktionspunkte. Ein Angriff mit einem schweren Maschinengewehr, das doppelt so viel Kugeln verbraucht. Gegner in dem Gebiet erleiden geringeren Schaden und sind unterdrückt. Aha, okay. Ich verstehe.
was zwei Züge lang die Kampfgeschwindigkeit um 0,8 und die Trefferchance um -20% reduziert. Moment mal, wenn die Trefferchance um -20% reduziert wird, heißt es dann, sie wird um 20% erhöht? Ich glaube nicht. Verursacht plus 300% Schaden an an demoralisierten Zielen. Huiuiui. Und was haben wir hier noch? Terrorisieren. Flammenwerferangriffe verschlingen jetzt Ziele und verringern die Trefferchance um 15%. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht mal. Was haben wir denn hier? Tiertraining. Im Guten wie im Schlechten. Du hast ein ungewöhnliches Talent dafür, Tieren zu mördern. Tiere das Morden beizubringen. Tierische Verbündeten erhalten, erhöhen. Ah, das ist natürlich schon gut. Mehr Aushaltevermögen und mehr Schaden für tierische Begleiter. Da können wir Major Tomcat boosten. Das wäre mir fast das Liebste. Das nehmen wir. Ist auch noch passiv, nehme ich an, ne? Lest sich zumindest so. Dass das keine Fähigkeit ist, die man benutzen muss. Tierische Begleiter bieten bessere Boni bei der Verfolgung. Verstehe ich nicht. Tierische Begleiter auf 25 Konstitution sinkt. Erhältst du kritische... Okay. Naja, gut. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das schon cool. Wir sind jetzt besser darin, Tieren das Töten beizubringen. Sehr schön. Uiuiui, ui, ui, was haben wir denn hier? Das Evangelium des Nick. Nein, nicht der Nick, der andere. Ein Wissensbuch. Ein Auszug aus der sehr schlecht geschriebenen Bibel der Heiligen Flut. Und 15 Colorado-Dollar. Ah, Kisten. Munition, 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 Munition. Munition, Munition. Und Heilung, Heilung. Was will man mehr? Oh, mein Gott, was die hier alles entdecken. Fallen. Gut, dass wir einen guten Fallenentschärfer haben. Vorsicht. Vorsicht. Nicht reinlaufen versehentlich. Mechanik reparieren, los geht's. Ich glaube, wir können hier das Tor öffnen. Ach, das ist schon gut, wenn man Charaktere hat, die das alles können, ne? Das macht Spaß. Hier haben wir eine Katze, einen Computer, ganz viel Loot.